Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Karin Ley für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln drin ist. Viele wollen zum Beispiel nichts mehr von Unternehmen kaufen, die einst Gammelfleisch in Umlauf gebracht haben. Und wer isst schon gerne in einem Lokal, in dem er damit rechnen muss, dass im Essen Salmonellen unterwegs sind? Diese Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher sind völlig berechtigt. Und es ist unsere Aufgabe als Politik, sie umzusetzen. Dafür brauchen Verbraucherinnen und Verbraucher zuverlässige Informationen. Und genau das sicherzustellen, darf man doch von einem Verbraucherinformationsgesetz erwarten. Doch in der Praxis ist es eine einzige Fehlanzeige. In der Praxis, und das hat der Praxistest von Greenpeace, aber auch von vielen anderen zum Vorschein gebracht, dient das Gesetz nicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Im Gegenteil, es schützt umgekehrt Behörden und Unternehmen vor den Verbrauchern. Das ist schon ein starkes Stück, finde ich, und Die Linke will das ändern. Meine Damen und Herren, die Ursachen für die Untauglichkeit des Gesetzes liegen auf der Hand. Das sind erstens die langen Wartezeiten. Wer will schon Wochen und Monate auf eine Antwort warten? Gerade im Lebensmittelbereich kommen die Informationen dann viel zu spät. Zweitens, es sind die hohen Kosten. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher lassen sich davon abschrecken. Drittens, bürokratische Umwege. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen die Informationen, so ist unsere Auffassung, auch direkt von den Unternehmen bekommen, nicht den Umweg über die Behörden wählen müssen. Und viertens, die Passivität der Behörden. Wir wollen, dass die Behörden von sich aus aktiv informieren. Das heißt, die Behörden müssten aktiv vor den Risiken warnen und nicht erst darauf warten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nachfragen. Gängige Praxis ist aber, dass die Behörden Informationen unter Verschluss halten, indem sie gebetsmühlenartig auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis der Unternehmen verweisen. So kann praktisch jede Anfrage, die irgendwie mit einem Unternehmen zu tun hat, abgewimmelt werden. Deshalb sage ich, wir brauchen eine moderne Informationskultur. Und die Geheimniskrämerei in den deutschen Amtsstuben, die muss endlich ein Ende haben. Hier sind unsere Vorschläge. Erstens, wir sagen, Transparenz muss die Regel sein. Wenn das öffentliche Interesse überwiegt, dann muss auch das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis veröffentlicht werden. Zweitens, ganz wichtig ist uns, dass der Informationsanspruch der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur auf den Lebensmittelbereich beschränkt wird. Gerade in der Finanzkrise, um hier ein Beispiel zu nennen, muss der Informationsanspruch zum Beispiel auch für Finanzprodukte gelten. Und ich darf darauf verweisen, dass bei der Debatte zum VEG vor 2 Jahren nicht nur Die Linke diese Forderung erhoben hat, sondern damals auch die jetzt regierende FDP. Und wir sind gespannt, wie Sie sich heute dazu positionieren. Drittens, Information ist ein Recht für alle Menschen und darf nicht am Geldbeutel scheitern. Daher fordern wir weitgehend kostenfreien Zugang. Das Verursacherprinzip muss auch in diesem Fall und auch für Unternehmen gelten. Wer gegen die Vorschriften verstößt oder Risiken schafft, muss auch für die Folgekosten aufkommen. Meine Damen und Herren, das Verbraucherministerium hat einen breiten Dialog angekündigt zu der Novellierung des Verbraucherinformationsgesetzes. Das gilt jetzt offenbar nicht mehr. Denn zur Konferenz, die unsere Fraktion zur Novellierung des Gesetzes macht, sind Sie unserer Einladung leider nicht gefolgt. Gestern wurde auch eine Anhörung zum VEG im Ausschuss abgelehnt, obwohl es lange vereinbart war. Ich finde, ein breiter Dialog, der sieht anders aus. Meine Damen und Herren, das Verbraucherinformationsgesetz muss geändert werden. Es duldet keinen Aufschub im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank.